So, hallo, wir machen weiter. Bei Mario Maker 2. Das letzte Mal haben wir ein Level nicht geschafft und ich habe euch gefragt, wie es geht. Da habe ich natürlich jetzt noch nicht dazu irgendwas lesen können. Ich wollte eigentlich in dieser Aufnahme ja Multi spielen. Irgendwie hat das noch nicht funktioniert. Machen wir jetzt Multi. 1,5 Stunden, ey, für dieses Level und ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich tun soll. Ich habe einfach keine Ahnung. Ha. Jorgek, Jutain und noch jemand. Golden Sky. Ox hat sogar den Gegeneinander-Tag. Na dann. Sollte es ja ein schönes Level sein. Leck hält sich in Grenzen, ist aber da. Okay, ich bin vorne. Wenn hier keine Gegner und nichts kommen und das alles nur Münzen. Okay, so viel zu Gegnern. Wobei man nicht weiß, was da hätte rauskommen können. Aber wenn es einfach nur so eine Coin-Strecke ist. Oh, da ist jemand hinter mir. Nein! Stürz ab! Ja! Yes! Stürz ab! Okay, jetzt aber aufpassen, weil der ist jetzt gleich wieder hinter mir. Der ist ja dicht nach mir abgestürzt. Oha, ja gut. Ja gut, wer auf das Ding draufkommt, hat natürlich jetzt gewonnen, weil jetzt ist das erstmal weg. Das ist natürlich dann kompletter Mist. Also, dass das den Tag gegeneinander bekommen hat und dann ist diese Plattform dabei, ist halt schon kompletter Schwachsinn. Aber wir haben gewonnen. Weil er abgestürzt ist. Er hat den gleichen Fehler gemacht wie ich. Nur ein Stückchen später. Puh. Level ist trotzdem Mist. Für Multi ist das Mist. Erstens viel zu kurz. Das ist ja kompletter Quatsch. Und zweitens mit der Plattform komplett unfair. Okay. Nur 3. Wir können auch mit 3 starten, ne? Das weißt du, Maker. Das weißt du. Oder wir lassen's. Na komm. 4. Sehr schön. Wer ist dabei? Pork, A.J. Nakano und David Reis. Alles klar. The Bullet Festival, das klingt ja super. Ich sehe ein grünes Level vor mir. Naja, ein bisschen grün ist es. Der Leck ist auch nicht viel besser als vorhin. Hilfe. So, ich nehme den Pilz jetzt mal mit und versuche jetzt hier mal vorsichtig durchzukommen. Sicherlich war die hier... Ach! Okay, dich schieße ich ab, mein Freund. Oh, gib mir das! Okay. Jetzt wäre es halt nur gut... wenn Mario irgendwann abstürzt noch. Shit. Oh, Mario hat selber den Propeller bekommen. Wann auch immer. Oh, Luigi ist auch schon hier unterwegs. Auf dem... Ah, Mist. Auf dem Abschnitt. Nein! Ja! Wo ist er hin? Verzieh dich, Mario.
Okay, Luigi ist aber hier schon durch, ne? Okay, aber er ist erst hier. Wir haben also noch den Abschnitt vor uns. Hier ist der Propellerhut drin. Okay, dann halt nicht. Da ist noch einer. Mist. Okay, da wären ganz viele. Oh, die braucht man so. Oh, shit. Ja, und jetzt? Ah. Na toll! Der haut nach da ab. Das ist natürlich nicht so geil. Ja. Komm her. Okay, einmal hier durch. Ja, shit. Schade. Aber cooles Level. Ach, schade. Aber cooles Level. Sehe jetzt nichts, was für Multi komplett schlecht war. War schön. War schön. Auch schön lang, ne? Man hatte ganz oft Möglichkeit aufzuholen. Kann man anbieten. Und weiter. Lol. Was ein Start. Na, jetzt... Hä? Was ist hier los? Ach, man musste ja killen. Kill ich die so? Ich habe keine Ahnung. Ja, im Prinzip am Ende kill ich die dann schon so, ne? Hä? Ja, cool. Lasst mich in Ruhe. Oh boy. Jetzt aber hier, Oha. So, ich nehme das hier mal mit. Freunde. Tschüss. Kommt die hinterher? Weiß es nicht. Oh shit. Was? Ist das euer Scheiß Ernst, dass die da jetzt einen Block hingesetzt haben? Okay, der Block ist weg. So, lass mich durch. Jetzt hat sie das Ding. Oh, das ist nicht gut. Ah, das ist nicht gut. Ah. Coole Idee, aber durch die Zielbedingungen halt etwas ungünstig, weil am Ende ist es dann ein Streit um die Zielbedingungen. Ach, blöde Toadette. Grrr. Weil man musste wirklich nur noch durch die Röhre durch. Ah, ärgerlich. Ärgerlich. Hätte ich irgendwie anders austricksen müssen, aber ich weiß nicht wie.
jetzt irgendwie anders machen müssen. Naja, zu spät. Build Block Pass. Das klingt nicht nach einem Multilevel. Hallo? Ist hier was drin? Ja. Toll. Wow! Na super. Na super. Kann ich ja nur hoffen, dass die auch noch irgendwas erwischen. Ich hol erstmal den Pilz hier. Luigi hat schon mal erwischt. Aber die anderen scheinen hier unbeschadet durchzukommen. Ja, Mist. Ja, Mist. Das ist viel zu einfach, das Level. Das wird einfach abgeschlossen. Lol. Ich bin's Luigi. Sorry. Oh, was? Oha. Oha, okay. Wer ist denn jetzt gerade vorne? Nein! Ist das Ziel da? Nein, lass mich doch durch die... Hä? Ich konnte nicht in die... Hä? Habe ich die jetzt so oft verfehlt, den Eingang? Aber leveltechnisch okay, ne? Aber ich habe nicht verstanden, wieso ich nicht in die Röhre gekommen. Also ich bin auch komplett drüber gerutscht, fast. Ich hätte halt mit Glück noch zumindest das Ziel erreichen können. Und dann den Verlust schmälern. Hat nicht funktioniert. Benutzt die Gabel. Use the fork. Klassisch gegeneinander. Be peaceful. Okay. Ach so. Nur wenn man friedlich ist, kommt man ins Ziel. Shit. Shit. Komm, nimm den. Gönnt ihr den Schlüssel? Jawohl, Servus, gut. Gönn dir den Schlüssel. Gönnt euch alle Schlüssel. Oh oh, nein! Kein Schlüssel für mich! Ich hatte Angst, dass die Bombe, ne, wenn sie explodiert, einen Schlüssel noch. Oh mein Gott, das war knapp. Ich glaube, das war sehr, sehr knapp. Uff. Coole Idee. Coole Idee. Vor allem, wenn die Schlüssel rumfliegen, na, wenn andere sterben, fliegen ja die Schlüssel rum. Das hat schon was. Woo!
Wacking Builder Mario gegeneinander. Okay. Okay, jeder ist auf sich gestellt. Das ist schon mal gut. Ja, so viel dazu. Ja, das ist schon mal wieder Quatsch jetzt, ne? Jetzt kriegt halt einer am Ende den Schlüssel. Und dann geht halt einer einfach am Ende durch die Tür. Aber das ist halt... Ah, das jetzt weiß ich nicht. Aber das ist... Ja, so kommen wir nicht weiter, Kollege. Dann ist das da drüben der Schlüssel. F. Yes. Hä? Wo hat er jetzt... Hä? Oh, das war dumm. Mach dich da mal weg. Danke. Moment, was sollen wir eigentlich machen? Sollen wir da hochkommen oder was? Hä? Ich verstehe das Ziel nicht. Ist hier irgendwo eine Tür versteckt oder was? Ach so. Hat schon jemand den Schlüssel? Ah. Das ist wohl ein Ja. What? Happened? Okay. Das war nicht so gut. Ich hoffe, ich brauche den jetzt nicht noch. Aber der Mario ist eh vorne. Ja. F. Nein! Och, ich hätte das Ziel noch berühren können. Schade. Ja, mit dem Hammer, Multi, Schlüssel. Ich weiß nicht. Es gibt Möglichkeiten aufzuholen und so, aber insgesamt ist es multitechnisch jetzt nicht so cool. Toad Town. Das klingt nach einem einfachen und schnellen Level. Das bereitet mir Sorge. Das sieht sehr einfach aus, leider. Lass mich in Ruhe. Nein, da... Die nehme ich mir mit. Wer weiß, ob ich ihn nicht brauchen kann. Aber, oh nein, das geht viel zu... Nein, das geht viel zu einfach. Das ist reines Durchlaufen. F. Dann nützt es mir auch nichts, dass ich der Einzige bin, der den Checkpoint... Ja. Der den Checkpoint auslöst. Viel zu kurz. Viel zu kurz. Kurze Multilevels sind Mist. I'm sorry. Kurze Multilevels sind Mist. So, ich würde sagen, wir machen
noch so lange, bis ich wieder verliere. Also, ist das das letzte Level jetzt? Sonst werde ich salty. Das möchte ich nicht. Und dann machen wir im nächsten Part nochmal den Super-Expert-One. Und können dabei wieder ein paar neue Level finden, die wir dann später spielen werden. Juhu. So, Battle with Every... Okay, das klingt cool. Mal gucken, was uns erwartet. Okay, ich raffe jetzt gerade nicht. Ach so, doch, ich raffe. Hui! Okay. Ich war gerade nicht mehr sicher, wer ich bin, aber ich bin Luigi. Ah! Und ich bin vorne! Go, 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 go! Go, 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 go. Bisher cool. Wenn jetzt noch Off-Blöcke dazu kommen, wird es halt scheiße. Aber bisher alles cool. Bisher ist es reiner Skill. Gefällt mir. Nein! Oh nein, jetzt kommt sowas. Nein! Nein! Ich war doch gerade noch vorne. Da muss man wirklich langsam durch. Nice! Mit Ruhe muss man da durch. Dann ist alles cool. Okay. Yes! Oh, das war super knapp! Mario hat's fast auch hingekriegt. Oh, das war super knapp. Ich hab gar nicht gesehen, dass der angeschossen kam. Wo kam denn der so schnell her? Boah. Aber super Multilevel. Super Multilevel. Genauso muss ein Multilevel sein. Aber wo kam Mario so schnell? Da war der nicht eine Weile hinter uns? Huiuiui. Wer votet denn da Mittel? Was genau war an dem Level multitechnisch jetzt schlecht? Wer votet da Mittel oder sogar schlecht? Es ergibt objektiv einfach keinen Sinn. Okay, der Einstieg am Anfang, man könnte in die gleiche Röhre wie jemand anders gehen. Das wäre möglich, das wird hier nicht verhindert, aber... Ja. So viele Konstruktionen gibt es jetzt halt auch nicht, die das verhindern können. Und wir hatten ja zum Glück anständige Spieler. Der halbgefrorene... Ist das so eine Festung? Ja, Festung ist sowas in der Richtung. Gib mir den. Ich wollte ihn eigentlich nicht mitnehmen. Weg damit. Jetzt habe ich ihn immer noch dabei. Weg damit. Okay. Will ich die Zeit... Ah, da ist nicht mal was drin. Shit. Shit, shit, shit. Okay, aber der vor mir ist der Einzige, der vorne ist. Ansonsten sind alle hinter uns. Oh, oh. Wir sind gleich am Ziel. Ich fühle das. Oh, oh, ich fühle das. Wir sind gleich am Ziel. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Ja! Nein! Oh! Schade. Das war knapp. Das war knapp. Aber cooles Multilevel. Kann man schon machen. Gut, aber ich habe gesagt, wenn ich nochmal sterbe, dann ist durch. Damit ist durch. Sonst, oder machen wir noch eins noch? Machen wir eins noch. Wir haben jetzt 24 Minuten. Eins kriegen wir noch rein. Ich bin noch nicht so ganz so salty. Nur ein bisschen.
Ich denke, ein Level kriegt man auch ohne, dass ich gleich mir den ganzen Abend versaue. Na? Denke, das ist noch drin. W11. Okay. Okay. Es ist halt immer riskant, am Anfang das Power-Up zu holen. Aber meistens... Oh, Junge. Oh, Junge. Zahlt es sich aus? Oh mein Gott, viel zu kurz. Schlechtes Multilevel, aber wir haben gewonnen. Richtig schlechtes Multilevel. Uff. Da ist ja gar nichts los. Aber das Power-Up war der in dem Fall die Rettung. Trotzdem schlechtes Multilevel. Ja gut, dass wir noch eins gemacht haben, ne? Bleibt man mal am Ball. Tetris. Das klingt nicht nach etwas, was in Multi spielbar sein wird. Aber vielleicht... Ja doch. Hä? Ist da ein Block versteckt? Wahrscheinlich. Geht ja nicht anders. Ach so. Oh, ich bin Toadette. Ja moin. Yo! Die Idee ist ja recht cool, aber ich glaube, multitechnisch wird das echt ungünstig. Ja, genau. Alles klar. Das ist aber auf jeden Fall ein Level. Das gehe ich jetzt gleich an. Das möchte ich einmal in echt spielen. Ich kann jetzt nicht so gut beurteilen, ob es gut für Mul... Ich mach mal Mittel. Es ist an sich lustig gewesen für Multi. Ein bisschen kurz halt fast, dadurch, dass die Tür so schnell kommt. Aber wir gucken uns das jetzt mal in echt an. Das muss doch jetzt hier drin sein. Yes. Hui. So. Ja gut, das Problem ist halt, ja, man sieht es im Prinzip. Okay, jetzt komme ich in die Tür. Ja gut, mit Tetris hat es jetzt nicht so viel zu tun. Es ist mehr so... Ne? Okay. Es ist mehr so... Ja. Ja, so spannend war es jetzt tatsächlich nicht. Aber für normales Level ist es okay. Für normales Level ist es voll okay. Gut, wollen wir noch irgendein Level hier von uns nochmal? Das war eigentlich cool. Das würde ich wirklich richtig gerne mal also mal richtig abschließen. Mit Herz und so. Das war ein ganz cooles Level.
Wow. Hilfe. Yay. Ja, das war schon cool. Einfach, sehr einfach, aber einfach vom Aufbau her. Ich find's nett. Das ist wirklich ein nettes Level. Ach, guck mal, das habe ich damals gar nicht gesehen. Da ist noch ein Schlüssel zu holen. Ach, das hat der dann erst machen müssen. Ah. Okay. Das verändert ein kleines bisschen die Sache, was die Eignung für Multi angeht, tatsächlich. Weil das hat ihn aufgehalten. Ja, dann hat er den Sieg aber schon verdient gehabt, der vorhin. Weil er hat ja dann auch die Schlüsselarbeit gemacht. Ja, das ist okay. So, für ein normales Level sowieso cool. Okay. Ansonsten war da eigentlich nichts, was wir uns nochmal angucken müssten, ne? Bullet Festival könnten wir uns mal komplett angucken. Da haben wir das Ende nicht gesehen. Das war auch ein schönes Level. Das kriegt auch noch ein Herz. Pilz am Anfang brauche ich nicht unbedingt. Es gibt ja dann nachher sowieso überall den Propeller. Muss nur hier rein. Hier reinkommen. Oh mein Gott, was mache ich denn? Jetzt willst du mich verarschen. Wieso kommt denn da plötzlich eine Pflanze raus? Die war doch vorhin nicht da. Mann. Komm schon. Plötzlich ist da eine Pflanze. Was ein Troll. So, danke schön. Ei, ei, ei. So, gib mir den. Ja, das war nix. Dann nehme ich halt den. Und ab nach oben. Oh Mist. Oh, das geht so gar nicht. Null. Oh, ich dachte, das geht irgendwie so. Oh, das ist jetzt nicht so gut. Ja gut, das war etwas anders, der Weg, als ich ihn gedacht hatte, aber ist okay. Was immer funktioniert, ne? So, hier gibt es jetzt einen neuen Propeller. Zack. Und dann sind wir jetzt, glaube ich, in dem letzten Raum. Genau. Hui. 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 Hier war dann für uns zu Ende. Wie viel wäre da noch gekommen? Paar Wandsprünge. Zwei Röhren. Oh, wir waren so nah dran, ne? Wir waren so nah dran. Schade. Aber schönes Level. Aber wir waren wirklich nah dran. Mann, Mann, Mann. Nein! Das war die falsche Taste. So, haben wir noch ein anderes Level? Was wir nochmal angucken wollen, vielleicht. Ne, genau, mit Golden Sky ging's los. Und das hier ist halt, ne? Keine Ahnung. Helft mir. Helft mir zu erklären, wie das in einer Minute möglich ist. Denn das ist ja das Ding, diese eine Minute. Gibt's hier irgendeinen Hinweis? Nein, das ist einfach nur der Startbildschirm.
Ja, das ist auch kompletter Mist gewesen, das Level. Holy shit. Okay. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir starten in diesem Part noch den Super Expert One. In dem Sinne, als dass wir das erste Level uns angucken. Und dann geht's damit beim nächsten Mal weiter. Gomba-Stomper. Da kann jemand Goomba schreiben. Okay. Ich war schon wieder zu... Oh, schon wieder den gleichen Fehler gemacht. Ich muss da mehr Speed aufbauen. Okay, hier habe ich ein bisschen Zeit nachzudenken über meine Fehler. Okay, jetzt kommen die Goombas dazu. Holy, jetzt wird's aber richtig böse. Nee. Das ist eher dann kein Level für uns. Das ist eher kein Level für uns. Speedrun 20 Sekunden? Segmente? Man weiß es nicht. Oh Gott. Was für Wandsprünge sind das denn? Yo. Aber halt nicht lang. 20 Sekunden sollten wir hinkriegen, oder? Ich hoffe mal. What? Oh, das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Lul. Okay. Hey, ich bin da vorne drüber gekommen. Warum jetzt nicht? Okay, so ist eher gedacht. Mann, warum? Ah, oh, warum klappt denn der zweite nicht? Oh Gott, was? Oh, no. Wie soll ich den denn rechtzeitig kriegen? Okay. Okay. 8 Sekunden. Nein! Kleinerer Sprung. Bisschen kleinerer Sprung. F. Okay, 4 Sekunden. Was? BZ. Oh, muss ich da durch? Oh nein. Ich muss da durchtwirren. Wie? Ah, das war Mist. Da darf ich nicht twirlen. Scheiße. Aber bei dem da drüben muss ich dann durchtwirlen, oder was? Um Gottes Willen, was? Hilfe. Oh,
Oh je. Oh je. Nein! Wieder zu hoch. Hatte eigentlich nicht vor, im ersten Level gleich alle Leben zu verlieren, so. Vor allem als Preview auf nächstes Mal das erste Level zu spielen. Das hat nicht funktioniert. Wir sind ja noch gar nicht in dem Part, in dem ich den... Och, okay. Wir spielen das wann anders. Aber jetzt sind schon 15 Leben weg. Das ist ja jetzt schon Mist hier. Molehole. Ja, unbedingt. Okay, aber es ist so eins. Das heißt... nicht mehr landen, nachdem ich abgesprungen bin. Und nicht gar nicht abspringen. Ja, nein. Das ist auch nichts für später. Bits of Trolls. In einem Level, in dem ich nicht abspringen darf. Ja, genau, das darf man nämlich schon mal nicht. Habe ich gerade komplett vergessen. Null. Ups. Ich muss also direkt auf den Ring kommen. Oh, Mama. Okay. Ah. Stimmt, die in der Luft explodieren ja gar nicht. Hä? Oh lol, da ist ein Notenblock, ne? Da auch. Oh lol. Da waren mehrere Notenblöcke versteckt. Aber hier ist es nicht, ne? Hier ist kein einziger. Okay. Interessant. Gut, ja, dann kann ich hier kaputt machen. Alles easy. Und ich muss die richtigen erwischen. Der ist gut, der ist gut, der ist gut. Der dann nicht! Puh. Warum ist da oben eigentlich eine Münze? Ach so, das ist... ja, von denen da. Ich bin halt auch doof. Okay, so. Oh oh, hätte ich schneller sein müssen. Ich hätte schneller sein müssen. Ja, ja. Okay, ich muss schneller sein. F. Ich muss schneller sein. Ja, jetzt sind eh gleich die Leben durch. Jetzt können wir den auch noch durchspielen, den Speedrun hier. Speedrun, ja. Wahrscheinlich ist es ein Speedrun. Okay. Okay. Ich habe ein bisschen Bammel, dass ich in die reinrutschen könnte. Ah!
Okay. Ich verstehe das. Ich verstehe das vollkommen. Ja, ist egal. Ist egal. Wir können erst mal gucken, was noch so kommt. Oder auch nicht. Oh my goodness. Was sagt der Rekord? Das ist uncleared! Das Level ist uncleared. Okay. Motivation. Let's go. Auf, dass wir die Ersten sind, die dieses Level abschließen. Sehr gut. Bin motiviert. Okay, also werden wir Folgendes tun. Wir wollen nicht auf die Greifer springen. Wollen wir an den Greifer ran? Ah. Wehe. Wehe, da ist jetzt irgendein Block in der Luft. Okay, soweit so gut. Was passiert jetzt hier? Oh, nee. Ah, das ist jetzt aber Blind Jump. Das ist kein Troll mehr. Okay. Ich würde gern direkt dadurch. Aber ich weiß nicht, ob das... Weil ich fürchte... Okay, da ist kein Block. Da war ein Block. Wir springen erstmal vorsichtig nach oben. Okay, kann ich den irgendwie antriggern? Yes. Nice. Nice. Jetzt ist die Frage, ist da irgendwas Verstecktes? Irgendein fieser Block oder so? Okay, ist hier irgendwas versteckt? Oh boy. Das ist fies. Den wollen wir nicht berühren. Davon sind bestimmt hier noch mehr. Ja. Ja. Nein. Rüber. Nein! Oh mein Gott. Ich hab den nicht berührt. Ich hab den nicht berührt. Es hat ihn ausgelöst, aber ich hab ihn nicht berührt. Oh Gott, ich habe Angst, auf die Goombas zu springen. Über denen könnte halt ein Block oder sowas sein, ne? Oh, irgendwas Fieses wird mit den Goombas passieren. I did it! Er hat mich ausgelacht. Er dachte, ich berühre den Notenblock, aber ich habe den Notenblock nicht berührt. Nimm das! So, es war mir jetzt auch egal, dass wir das im Rahmen von Super Expert gespielt haben. Jetzt machen wir die Dinge hier durch. Ist halt wieder ein Stundenpart Scheiß drauf. Jetzt machen wir das hier durch, bis die Leben weg sind. Aber ich habe ein Uncleared weiter, ein weiteres Uncleared Level. Das ist schon cool. Das ist cool genug. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was? Ach so, verstanden. Okay. Von einem deutschen Oliver. Mein, mit Indikatoren könnte das Ganze ganz cool sein eigentlich, ne? Z! Hä? Ach so. Bisschen zu bald für Z. War ein bisschen bald. Nein! Was sagt der Rekord? Das ist mir zu lang. Das wird nix. Wäre aber auch ein Level, was man sich später nochmal angucken kann. Dashi vs. Durambros. Technik-Bosskampf. Okay, ich brauche erstmal einen Schlüssel.
Gott. Komme ich da einfach drüber? Ja. Jetzt muss ich hier aber aufpassen, dass ich nicht in die Lava sause. Okay. Da komme ich auch einfach rein in die Tür. Da ist der Schlüssel. Ja, da muss ich den Weg zurück wieder. Das ist zum Glück ein normaler Schlüssel. Jetzt kommt kein Geist oder so mir hinterher. Oh Gott, das habe ich vergessen, dass der ja jetzt auch ankommt. Okay, aber jetzt zurück müsste es ja auch funktionieren eigentlich. Nice. Oh, ich hatte so Angst, in die Spitze hier reinzurennen noch. Gib mir einen Checkpoint, komm. Das ist kein Checkpoint. Was? Nein! Steigt die... F. Cooles Level. Werden wir vielleicht noch spielen, aber nicht in diesem Super-Expert-Abschnitt, weil jetzt muss ich wieder den Schlüssel holen. Da jetzt keinen Bock drauf. Nicht unter Druck. Aber sieht nach einem coolen Level aus. Hätte ich den Pilz mitgenommen, hätte ich bessere... Oh, Gegeneinander-Tag. Okay. Wieso hat das den Gegeneinander-Tag? Da fuck. Ich wüsste nicht mal, wie das geht. Das werden wir uns gleich noch angucken, aber ich weiß nicht, wie das geht. Oh mein Gott, das ist so ein Präzisionsscheiß. Da bin ich raus. Technik-Einzelspieler. Oh, da, hallo. Okay. Mist. Was sagt der Rekord? 57 Sekunden. Okay. Wir gucken mal. Okay, besser. Will ich die haben? Ja, scheinbar will ich die haben und jetzt getroffen werden, oder was? Ha? Okay. Habe jetzt nicht ganz gecheckt, was das Level von mir will, aber... Beende... Oh Gott, das ist viel zu schnell. Hilfe! Da kam eine Feder raus. Nice. Das ist weniger nice. Okay, ich check das Level nicht. Wir skippen. Das sieht auch sehr merkwürdig gebaut aus, um ehrlich zu sein. Challenge 4 mit einem Leben wird super. Ja, das sieht genau aus nach etwas, was ich spielen kann. Oh, ein Troll. Okay, ich kann das noch retten. Potenziell.
Scheiße. Na, das war nicht das, wie ich dachte, dass ich es retten kann. Och, nö. Ja, jetzt muss ich ja skippen. Ich dachte, der Goomba kommt zu mir. Ja, F. Ich hoffe aber, dass das jetzt in den gespielten Leveln drin ist, weil das würde ich gerne nochmal spielen. Als Troll-Level. Mario chillt im Himmel. Oh ja, das wird jetzt auch super. Das hat ein Hübi-Typ gebaut. Ja, ist super. Das hat der hat ein Hü drin gehabt. Die Hübi-Zuschauer haben ein Hü drin. Cool. Ja, Mensch. Okay, ein einziges Level möchte ich mir ganz kurz einmal angucken, bevor wir aufhören. Nein, das Troll-Level ist nicht da. Weil ich es sofort geskippt habe, oder was? Muss ich immer erst einmal spielen, dass ich das... Ach, Mist. Das hieß irgendwie Strolling und da muss ich nach dem Code gucken. Ah, das werde ich wieder vergessen. Ach, so ein F. Ach, Mensch. Oh ja, das ist ein Hübi-Typ. Cool. So, das hier wollte ich mir angucken. 4 Sekunden, weil das checke ich nicht. Wie geht dieses Level? Da ist eine Bombe. Aber die Bombe bewegt sich ja nicht nach hinten, wenn ich auf sie spin-jumpe. Weil ich dachte, ich muss auf der Bombe spin-jumpen. Aber die bewegt sich ja nicht, ne? Ah, die bewegt sich halt doch. Oha. Das heißt, ich muss die immer so... Oh Gott. Warum kriegt das den Gegeneinander? Welcher Vollidiot gibt dem Level den Gegeneinander-Tag? Was ist denn mit Menschen eigentlich falsch? Really. Bin ich gerade an der Explosion verreckt, oder was? Oh. Aber das Level schaffen wir. Das ist schon mal gut. Aber ich darf nicht an der Explosion verrecken am Ende. Oha. Okay. Cool. Aber wir waren so weit hin. Und dann kam die Explosion. So ein Mist. Das will ich jetzt noch abschließen. Dann ist der Part auch durch. Mann, wie habe ich das gemacht? Vor allem, ich wollte den Part nach dem Multi aufhören. Dann sage ich, ja, wir fangen noch den Super-Expert an. Wir gucken uns das erste Level an, dann hören wir auf. Hat super funktioniert, echt. Also ich mache das schon ganz großartig. Also muss man schon sagen. Alter. Ich hatte es doch am Anfang. Oh mein Gott. Yes. Geht doch. So. Jetzt aber Schluss. Danke fürs Zuschauen. Es ist echt eine Stunde geworden. Oh mein Gott, ey. Mein Gott. Was ein Quatsch-Level, echt.
Naja, wie auch immer. Ein paar coole Level hatten wir heute. Und ein paar nicht so coole Level. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.